Es ist uns gelungen, in 4 Tagen, was ich phänomenal finde, in 4 Tagen diese Kundgebung mit 25 unterstützenden Vereinen, Organisationen auf die Beine zu stellen. Auch hierfür danke bei allen. Ja, wir haben die Veranstaltung ins Leben gerufen, weil derzeit in ganz Deutschland Zeichen gesetzt werden für unsere Demokratie und für den Rechtsstaat und gegen Rechtsradikalismus in der Gesellschaft. Und es ist uns wichtig, dass das auch in einer Stadt wie Maintal deutlich gemacht werden. Und weil viele Menschen hier sind, die dieses Zeichen setzen wollen, war es uns wichtig, das auch in Maintal zu ermöglichen. Also für mich ist es eine Herzensangelegenheit und eine demokratische Pflicht, hier einzustehen für unsere Grundwerte, für Demokratie und Freiheit. Ich denke, das Geheimtreffen, spätestens dieses Geheimtreffen der AfD, muss uns alle, die Mitte der Gesellschaft, aufgerüttelt haben. Und deswegen auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen für Demokratie und für unsere Grundwerte und ein klares Stoppschild gegen Rechtsextremismus und gegen Rechtspopulisten. Ich freue mich, Menschen zu sehen, aller Generationen und verschiedener Herkunft. Spätestens mit Bekanntwerden der menschenverachtenden Pläne einer sogenannten Remigration von Millionen von Menschen muss jedem klar geworden sein, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Ein bedrohlicher und zugleich beschämender Zustand, ausgerechnet in Deutschland. Deshalb, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ist es zwingend erforderlich, dass wir die bislang stille Mehrheit sichtbar Gesicht und Haltung zeigen. Wir wollen mit dieser Kundgebung zum Ausdruck bringen, wofür wir stehen. Nämlich für unsere Demokratie, für Freiheit, für unser Grundgesetz, für Menschlichkeit. Also für die Grundpfeiler, auf der das Zusammenleben unserer Gesellschaft basiert. Ja, ich bin heute hier mit Herz und Leidenschaft, um einfach ein Zeichen gegen rechts und gegen die Dinge zu tun, die im Moment in der politischen Landschaft leider bemerkbar sind. Und ich freue mich natürlich über jeden Schüler, über jede Schülerin, die ich heute treffe. Wir haben es in der Schule publik gemacht. Und so wie es auch die Redner eben gesagt haben, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Männer mit grauen Bärten hier sind, sondern dass vor allen Dingen die Jugend hier teilnimmt und sich den Gefahren, die vielleicht ihre Zukunft betreffen, dass sie sich der bewusst sind und schon früh gegen diese Gefahren auch stellen. Das junge Theaterwachen Buchen und das Weltbühnchen haben zwar die evangelische Kirche als Träger, aber bei uns spielen auch Menschentheater, die kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind oder zu anderen Glaubensgemeinschaften gehören. Jeder ist willkommen. Ob LGBTQ, ob Frau, Mann oder divers, ob Geflüchtete oder alteingesessene MaintalerInnen. Diese Vielfalt bietet die Chance, an den Stücken zu arbeiten und andere Sichtweisen kennenzulernen. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnimmt und unterstützt. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass sich vielleicht in kleinen Städten der Eindruck entsteht, dass es eben da keine Mehrheit gibt, sich zu positionieren, dass man in den kleinen Städten zu ruhig ist. Und genau deswegen ist es wichtig, auch in Maintal so eine Veranstaltung zu machen. Und ich bin froh, dass so viele Menschen hierher gekommen sind. Und ich bin zugegeben etwas überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele kommen, freue mich aber umso mehr. Danke, dass Sie hierher gekommen sind, um rechter Gesinnung eine Absage zu erteilen. Dass Sie hierher gekommen sind, um Nazis und Gewalt eine Absage zu erteilen. Und dass Sie hierher gekommen sind, um für ein friedliches und buntes Maintal zu stehen.
Diese Position gegen rechte Gewalt, gegen Hass und Ausgrenzung ist mittlerweile enorm wichtig geworden. Denn einige Menschen wollen durch gezielte Ausgrenzung einen Spalt zwischen die Gesellschaft treiben. Doch mein Teil lässt sich nicht spalten, nicht von Nazis oder Gleichgesinnten. Ich möchte an diejenigen appellieren, die noch immer sich mit dem Gedanken tragen, der AfD, den Nazis in Deutschland eine Stimme zu geben, überdenken Sie dies. Schließen Sie sich den demokratischen Parteien und Wählergemeinschaften an, um Demokratie zu stärken, Nazis eine Absage zu erteilen und miteinander für ein buntes, friedliches und fröhliches Maintal einzustehen. Überlassen wir deshalb unseren Kindern und insbesondere den vielen Kindern, die hier heute vor Ort sind, eine friedliche, bunte und sichere Welt. Vielen Dank.